Ja, hallo zusammen. Kurz vor Ende der Latakia-Woche, der Aktion Watch the Smoke, melde ich mich hier nochmal mit einem Video bei euch. Eigentlich wollte ich das Video schon Anfangswoche machen, gleich am Sonntag. Da kam aber diese Woche noch einiges dazwischen. Darum jetzt heute noch, aber lieber spät wie nie. Ja, ich stelle euch heute meine Lieblings-Latakia-Mischungen vor. Ich muss sagen, die Auswahl dieser Tabake ist mir dieses Mal um einiges schwerer gefallen wie die Auswahl der Virginia von letzter Woche, weil ich gemerkt habe, dass ich einiges mehr an englischen Mischungen und Latakia-Mischungen im Schrank habe wie Virginias. Ja. Was rauche ich? Ich rauche aus meiner Peterson Special Edition aus dem Jahre 2016, glaube ich. Das war die Box hier, in der sie kam. Das ist ein Chimney Shape, 9 mm gefiltert mit 925er Silbermetallring. Ja, ab und zu rauche ich die noch gerne. Hat ein ordentliches Füllvolumen hier. Ja. Hat man lange Spaß daran, langes Rauchvergnügen. Darin rauche ich den Chocolate Flake von Samuel Gavett und mit diesem Tabak möchte ich meine Vorstellung der Tabake gleich beginnen. Wie schon gesagt, es handelt sich hier um den Chocolate Flake von Samuel Gavett und zwar ist das ein Flake, in dem vor allem Burley und Virginia vorhanden sind, aber auch eine Spur Latakia. Der Chocolate Flake ist aromatisiert mit, wie der Name schon sagt, mit einem Latakia, mit einem Schokoladenaroma, sorry. Der Tabak schmeckt mir wirklich sehr gut. Ich habe ihn hier auch hier im Glas gelagert, eine angebrochene Dose. Und zwar, wenn man da so die Nase mit der Nase reingeht und dann schnuppert, dann riecht der Tabak anfangs erst nach einer sehr dunklen, kräftigen Schokoladensauce, welche aber so durch eine leichte Rauchigkeit, von einer leichten Rauchigkeit begleitet wird. Beim Rauchen selbst ist das Schokoladenaroma nachher nicht mehr, also fast nicht mehr so dominant, sondern da kommt es, kommt einem dann eher so vor wie eine sehr leichte englische Mischung. Ja, und weil es halt nur wenig Latakia in diesem Tabak drinnen hat und er einer meiner absoluten Favoriten im Sommer wie im Winter ist, stelle ich euch den jetzt zum, als Platz Nummer 1 oder als den Tabak mit dem wenigsten Latakia drin vor. Kommen wir zu einem weiteren Favoriten. Meiner englischen Mischungen und zwar ist das der Peterson Nightcap. Ich hatte leider nie das Glück und Vergnügen, den Dunhill Nightcap zu rauchen, sondern habe von Anfang an den geraucht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingstabake. Ich schätze ihn wegen seinem vollen, tiefen Aroma und wegen seiner Würzigkeit. Von diesem Tabak habe ich ein paar Dosen in meinem Keller gelagert. Daneben habe ich aber immer noch eine Dose offen in einem Schnappglas,
weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass der, wenn man ihn ein bisschen an die Luft lässt, beziehungsweise in ein Glas abfüllt und das dann verschließt und ein paar Wochen wartet, dass sich die Aromen für meinen Geschmack her mehr miteinander verbindet und er angenehmer ist zu rauchen. Das ist in meinem Fall so. Den dritten Tabak, den ich euch vorstellen möchte, den rauche ich gerne pur, mische ihn aber auch gerne. Und zwar ist es der Velauer Latakia. Das ist ein reiner, purer Latakia von meinem Empfinden her absoluter Spitzenqualität. Ja, wie schon gesagt, den rauche ich vor allem in den kälteren Monaten, rauche ich den gerne pur. Ich mische ihn aber auch gerne mit unaromatisiertem Virginia oder Burley zusammen. So für eine leichte, selbstgemachte englische Mischung. Ja, wie schon anfangs des Videos gesagt, ist mir da diese Auswahl zu diesem Thema dieses Mal recht schwer gefallen. Darum konnte ich mich fast nicht auf drei Tabake beschränken. Ich habe jetzt auf dieser Seite noch mehr Tabake, bei denen ich es schade gefunden hätte, diese nicht zu erwähnen in diesem Video. Und zwar rauche ich immer wieder gerne von Samuel Gavitt den Squadron Leader, da ich auch so eine leichte Affinität zu Orient-Tabaken habe und ich finde das eine sehr runde Mischung. Gut gelungen. Immer mal wieder lecker zu rauchen ist der Red Rapperie von Red Trace. Ja, genau, von Red Trace. Es ist eine, gemäß TobaccoReviews.com, ist es eine schottische Mischung. Finde ich ein sehr guter Tabak, den ich ab und zu gerne rauche. So meine Alternative zum Early Morning Pipe ist von GLPs der Chelsea Morning. Dann zu guter Letzt, den musste ich auch fast reinnehmen, eine kräftige Latakia-Mischung, den Pirate Cake. Ja, das wären sie gewesen, oder ist sie gewesen, meine Auswahl an englischen Tabaken, die ich euch zeigen wollte, mit meinen absoluten Favoriten darunter. Englische Mischungen. Die englische Mischung ist einer meiner Lieblingstabakrichtungen und ich bin da immer noch auf der Suche nach neuen leckeren Tabaken, die mir schmecken. Und diese Suche macht mir recht Spaß. Ich habe jeweils Freude, neue Tabake in dieser Richtung zu entdecken. Ja. Ab morgen ist, soviel ich weiß, die Burley-Woche dran. Da werde ich bei der Aktion What to Smoke für eine Woche jetzt mal nicht mitmachen, weil Burleys und Kentucky sind nicht so mein Fall. Außer ich zeige euch halt meine Garibaldi-Zigarren. Ja, aber es geht ja hier nicht um Zigarren, sondern um Pfeifentabak. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald.